Nicht schreien! Hey, ich bin Sandra und wenn du versprichst, ganz still zu sein, erzähle ich dir eine Geschichte, wie ich Mumien gegenüberstand und einen Bär mit meinen bloßen Händen abservierte. Meine Liebe zu Antiquitäten begann schon früher. Meine Mutter arbeitete im großen Museum der Stadt und mit ihr kam mein Hobby, das Spielen. Ja, fort mit dir, monströser Bär! In diesem Moment klopfte Mom an meine Schlafzimmertür und kam rein. Oh, Herr Teddy! Meine Mutter benahm sich wie ein Kind im Körper eines Erwachsenen. Das ist so ärgerlich, aber als ich das Kleid sah, das sie trug, kam mir der Dampf aus meinen Ohren. Mein Kleid? Es platzt gleich! Zeit für meine Verabredung. Kümmer dich bitte ums Abendessen. Ach, Essen? Du warst stundenlang in der Küche, Mom. Jetzt komm schon. Das Kochen würde das hübsche Kleid ruinieren. Oh, Mama! Am nächsten Morgen fand ich Mom schnarchen wie ein Bär auf dem Sofa. Wie ich sehe, ist das Date gut verlaufen. Oh, Sandra, mein Kleid ist gerissen. Du meinst mein Kleid. Unser Kleid ist gerissen, als wir zu tanzen anfingen. Er hat mich ausgelacht. Er ist ein Idiot. Na, 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 Mama, du musst ihn vergessen und dich jetzt an die Arbeit machen, okay? Es gibt Pfannkuchen. Oh, ja, danke, mein Schatz. Kommst du nach der Schule ins Museum, damit ich dich zum Mittagessen einladen kann? Klar, Mama. Am nächsten Tag, als ich mit dem Fahrrad zur Schule fuhr, sah ich schon vom Weiten Daniel, den Jungen, den ich seit Jahren verknallt war. Als ich ihm zuwinken wollte, verlor ich plötzlich das Gleichgewicht und stürzte vom Fahrrad. Oh, hey, Sandra, geht's dir gut? Oh, ja, ja, mir geht's gut, keine Sorge. Ich habe mich nur gefragt, schön, ob das so gewollt ist, so gut auszusehen? Ich schaute auf mein Oberteil hinunter und kreischte vor Entsetzen. Ich hatte es auf der Innenseite. Oh, so ein Idiot. Ja, es ist der Tag, an dem man es umdreht oder so. Okay, ich habe das Memo nicht bekommen. Man sieht sich. Ach übrigens, der umgedrehte Look steht dir wirklich. Mein Gesicht ist so rot geworden wie eine Tomate. Als ich in die Schulhalle kam, sah ich meine beste Freundin Jessica, das schärfste Mädchen der Schule, wie sie einem Typen einen Namen auf die Brust schrieb. Sie liebte es einfach. Hey Jess! Wie aus dem Nichts kam Keen, der coole Sportler. Und soweit ich mich an Jessicas aktuellen Freund erinnerte, machte er Ärger. Du bleibst weg von meiner Jessica! Keen, ich hab dich gestern abserviert. Krieg das in deinen Dickschädel und lass mich in Ruhe. Bitte, Jess, gib mir doch noch eine Chance. Sie haben Schluss gemacht? Jessica hat mir nicht mal was davon erzählt. Aber ich war nicht allzu überrascht. Jessica hat sich nie länger als eine Woche mit einem Typen getroffen, egal wie heiß er war. Also ihr beiden, das ist mein neuer Freund. Ich heiße Casper. Wie auch immer, lass uns gehen. Jessica nahm ihren neuen Freund und sie sind abgehauen. Keen starrte mich an. Sandra, bitte rede mit... Vergiss es, Alter. Jessica wiederholt nie Typen. So sehr ich ihn auch bedauerte, ich kannte Jessica gut genug, um mich nicht zu bemühen. Ich hatte für Dutzende Ex-Freunde ein gutes Wort eingelegt. Aber Keen wollte nicht aufgeben. Nach der Schule, als ich zum Arbeitsplatz meiner Mom fuhr, folgte er mir. Bitte, Sandra, Jess ist mein Sauerstoff. Du bist doch noch am Leben, Bruder. Lass es also. Ich betrat das Museum mit Keen, der hinter mir klebte, und entdeckte Mom. Wow, wer ist denn diese Augenweide hinter dir? Einfach ignorieren. Ah, ich bin Keen, Madam. So ein gut aussehender Freund. Du hast genauso Geschmack wie ich. Er ist nicht mein Freund. Bring es in den Keller, okay? Folg mir. Der Keller roch so feucht und schmuddelig. Okay, lass uns gehen. Erst wenn du sagst, dass du mir hilfst. Oh, um der Ratten und des Käses willen. Ich packte seinen Arm und begann daran zu ziehen, als die Wand plötzlich sich öffnete und ein Raum freigab. Was hast du getan? Meine Hand hat was berührt. Berühr das Ding und lass es los. Hey, was ist das? Ich weiß es nicht, aber es ist offensichtlich ein Sperrgebiet. Komm schon, erzähl mir nicht, dass du es nicht ansehen willst. Ich hatte diesen Teil des Museums noch nie gesehen. Also, ich war ja irgendwie neugierig. Gut, nur 2 Minuten. Der kleine Raum führte in einen Tunnel.
Aber als wir eintraten, schloss sich die Wand hinter uns. Keen, das ist nicht gut. Ich beschütze dich vor Spinnen und ähnlichen Raubtieren, denen wir begegnen könnten. Denkst du, das ist alles, was wir hier finden? Was noch? Mumien? Der Raum zu den Tunneln war voll mit Mumien. Ich wusste, dass wir unsere Grenzen überschritten haben, aber Keen war zu dickköpfig, um sich darum zu kümmern. Hier sind die Mumien wirklich. Sandra, wir haben gerade eine Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Keen, komm! Warte, lass mich ein Foto machen. Damit bekomme ich 1 Million Follower. Oh, und schau mal, sie sind auch in Toilettenpapier eingewickelt. Das werde ich definitiv nächstes Mal nehmen. Hey! In dem Moment, in dem Keen das Foto machte, begannen die Laternen zu flackern. Oh, was ist hier los? Was glaubst du denn? Die Geister sind sauer. Ah, irgendwas stimmt nicht. Das mit dem Geist war ein Scherz, aber als Keen schrie, begann ich auch zu schwitzen. Was? Lass uns gehen. Irgendwie haben wir es geschafft, den Tunnel zu finden. Aber dann kamen wir in einen anderen Raum. Die Mumien, ich kann die Schritte hören. Ich konnte die Schritte auch hören. Wir umarmten uns und sprachen unser letztes Gebet. Etwas hat meine Schulter berührt. Ich habe mir fast in die Hose gemacht, als ich eine kalte, knochige Hand auf meiner Schulter sah. Ich öffnete meinen Mund. Das Licht ging an. Mom und Jess standen da. Oh, wie romantisch. Im Keller? Sandra, das kannst du besser. Unsere Vorstellungskraft hat Keen und mich im Griff gehabt. Wie sich herausstellte, war es nur ein Raum voller alter Mumien und Skelette. Nachdem wir den Keller verlassen hatten, hat Mom uns alle zum Mittagessen verwöhnt. Auf dem Weg tauchte Jessica plötzlich auf. Oh wow, das soll wohl ein Witz sein. Hä? Deine Mutter hat es sogar bestätigt. Ihr zwei zusammen. Keen, ich dachte, du liebst mich. Ich dachte, du hast mich observiert. Wir sind nicht zusammen. Halt die Klappe, ich rede nicht mit dir. Als ich nach Hause kam, rief ich Jess an, um es zu erklären, aber sie ging nicht ran. Mach auf, Schatz! Als ich die Tür öffnete, stand Mom mit demselben Ding, das Keen und mich heute terrorisiert hatte, da. Ah, nimm es weg! Ach, Schatz, das Museum hat mir erlaubt, eine mitzunehmen. Ich dachte, es wäre eine schöne Deko. Behalt sie einfach in dein Zimmer und schließ die Tür. Oh, okay. Als Mom die Mumie durch den Flur schleppte, könnte ich schwören, dass sie mir zugezwinkert hatte. Als ich wieder hinschaute, schien es, als wäre es nur meine Einbildung. Wir müssen Jessica sehen und ihr sagen, was passiert ist. Ja, gut, einen Moment noch. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als wir zu Jess' Haus kamen. Sie war da mit Daniel. Wie konnte sie das tun? Sie wusste, dass ich ihn liebte. Was ist denn hier los? Ach, nichts, nur eine Kostprobe. Ha. Wut füllte sich in meinen Adern. Ich habe mich gerächt. Oh, dann pass mal auf. Ich habe leider nicht an die Konsequenzen gedacht. An diesem Abend war ich auf dem Heimweg von Jessica nach Hause total erschrocken worden und Keen war hinter mir. Sandra, warte! Der Kuss war nur, um es Jess heimzuzahlen. Ja, es scheint, sein Herz hat ganz schön heftig geschlagen. Ich möchte, dass du meine Freundin bist, anstelle von Jessica. Wir haben den Segen deiner Mutter. Denk einfach drüber nach. Ich war immer noch geschockt von Keens Geständnis, als Mom mir eine weitere Ohrfeige verpasste. Sie wollte, dass wir übers Wochenende campen gehen und ich hatte bereits Jessica und Keen eingeladen. Schatz, es sind auch meine Freunde. Normale Eltern schließen Freundschaften mit ihren Erwachsenen. Nennst du mich abnormal? Vielleicht. Was hast du gesagt? Nichts. Als ich mit meiner Mutter auf den Zeltplatz ankam, wollte ich am liebsten verschwinden. Jessica hatte Daniel mitgebracht, als ihr Date. Ich bin einfach nur hier wegen deiner fantastischen Mutter. Ach, interessiert mich nicht. Bald darauf trat Mom aus ihrem Zelt und trug ein Kleid. Das machte mich verlegen. Mom! Die erste Aktivität im Camp, wir tanzten zu den herrlichen Klängen von Cumbia. Ich liebe Cumbia. Daniel, nimm mich auf dem Video auf. Okay. Es dauerte nicht lange, bis ich den Tanz, die Musik und Moms komischen Auftritt genoss. Bald kam die Nacht und wir mussten essen. Ich sehe in meinem kleinen Auge etwas Schwarzes. Einen schwarzen Marshmallow. Ja, ganz genau, Jessica, dein Marshmallow ist schwarz. Ja. Das Knurren hinter uns ließ unser Lachen ersticken. Oh, Bär! Mom, lauft! Wir rannten zu den Bäumen und versteckten uns hinter ihnen. Aber der Bär blieb am Lagerplatz. Was jetzt? Nun,
Ich kann euch eine tolle Geschichte erzählen. Kannst du nicht mal ernst bleiben? Na toll, ich bin klatschnass. Das ist okay, das wird schon. Nein, nichts ist in Ordnung. Nicht mit dieser unreifen Mutter wie dir. Ich bin diejenige, die kochen muss und dich daran erinnern muss, zu baden und zur Arbeit zu bringen. Jetzt bin ich durchnässt, hungrig und sitze mit einer impulsiven Mutter und dem hinterhältigen Freund fest. Oh, ich rannte zum dummen Bären und schnappte mir einen brennenden Stock. Sandra! Entschuldigung, Herr Stinkebär, geh zurück, bevor ich dich in ein Marshmallow verwandle. Ich habe den Bären verscheucht und mich hingesetzt, um meine Marshmallows zu rösten. Schatz, es tut mir leid. Mom muss wohl gemerkt haben, dass ich nicht reden wollte und ließ mich in Ruhe. Dann rückte Keen näher an mich heran. Kannst du mir ein bisschen Freiraum lassen? Lass ich dir ein bisschen Freiraum? Dann sah ich Daniel verwirrt an. Was ging es ihm an, wie nah Keen bei mir saß? Seine Freundin war doch direkt da. Daniel, wusstest du, dass Sandra schon seit der Grundschule von dir besessen ist? Sie ist ein Feigling. Vergiss das, ja? Sie ist mutig. Sie hat das mit dem Bären gemacht. Daniels erbitterte Verteidigung hat mich davon abgehalten, Jessica auf den Boden zu werfen. Dann hörten wir einen Schrei aus Mams Zelt. Ah, Schlange! Ah. Wir sind alle aufgesprungen, als wir sahen, wie eine Klapperschlange aus Mams Zelt kam. Der Anblick meiner Mutter, die Schmerzen hatte, brachte mich fast zum Weinen. Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort! Mom wurde in die Notaufnahme gebracht. Ich wartete auf dem Balkon. Was? Ich hatte noch nie einen Kerl, dem ich den Laufpass gegeben hatte, der sich so schnell auf ein anderes Mädchen gestürzt hatte. Alles, was ich im Moment will, ist, dass das dann meiner Mom gut geht, nach all den gemeinen Dingen, die du gesagt hast. Es wird ihr gut gehen. Zu meiner größten Erleichterung wurde Mom am nächsten Tag entlassen. Es tut mir alles so leid. Ich schwöre, ich werde eine bessere Mutter sein. Nein, Mom, ich bin diejenige, der es leid tut. Ich habe dich angeschrien und ich liebe dich, Mama. Wirklich. Ich liebe dich auch, Schatz. Das Geräusch von Keen und Daniel draußen singen zu hören, unterbrachte den Moment. Ich bin rausgegangen, um zu sehen, was der Krawall hier sollte. Leute? Daniel? Tut mir leid, Leute, aber ich weigere mich, der Ausweichplan für jeden Kerl zu sein. Jessicas schlampige Sekunden, schätze ich. Hat sie dich auch observiert, Daniel? Ich schätze, da kann man nichts machen. Dann sag ich auf Wiedersehen. Daniel und ich sind nicht zusammen, in der Tat. An dem Tag, als du ihn bei mir zu Hause gesehen hast, kam er zu mir, um mich anzuflehen, damit du ihn wieder magst. Ich war zu schüchtern, es zu sagen, aber das mit dem Bären war wow. Ich empfinde dasselbe für dich, schon seit Ewigkeiten. Wollen wir spazieren? Um Teddys Willen, küss sie! Mama!